Darmstadt, Mathildenhöhe. Der Hochzeitsturm. Die russische Kapelle. Oben auf dem Hügel thront die Mathildenhöhe über der Stadt. Ihr Wahrzeichen, ein Kulturerbe von Weltrang. Heute ein Tag zum Feiern. Der Sekt war in Vorahnung schon kaltgestellt worden. Heute ist es eindeutig von der UNESCO erklärt worden. Ein großer Tag für uns, eine große Verpflichtung für uns und ich freue mich sehr. Zur Wende des vorigen Jahrhunderts war das Ensemble als Künstlerkolonie auf dem Hügel der Stadt entstanden. Die Initiative war von Großherzog Ernst Ludwig ausgegangen, der die größten Gestalter der damaligen Zeit nach Darmstadt holte. Es entstand ein neues Konzept von Wohnen, Leben und Arbeiten. Es sollte alles lichter, heller und freundlicher werden. Es entstand der Jugendstil. Alles, was damals auf der Mathildenhöhe geschaffen wurde, weist in die Moderne. Wir haben eine Verbindung zwischen Architektur und Geist, der den Geist der Moderne und des Aufbruchs in sich trägt. Und das passt gut zu unserer Stadt. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, gerade in der jetzigen Zeit, wo viel Depression und viel Orientierungslosigkeit ist, dass man sich darauf besinnt, dass man die Kraft haben muss, das Alte zu bewahren und das Neue frisch zu wagen, wie das Großherzog Ernst Ludwig gesagt hat. Auch Russland hat der Mathildenhöhe eine Stimme gegeben. Es war eines der Kriterien der UNESCO, dass ein Weltkulturerbe eine Verbindung zur Welt haben muss. Die russische Kapelle war kurz vor der Gründung der Künstlerkolonie errichtet worden. Allein deshalb, weil eine der Schwestern von Großherzog Ernst Ludwig den letzten Zaren von Russland geheiratet hatte. Die Auszeichnung zum Weltkulturerbe eine Ehre für das Land Hessen. Weltkulturerbe ist tatsächlich die größte Auszeichnung, die man für ein Denkmal haben kann. Das international, gerade hat ja Brasilien, Russland, hat sich dafür ausgesprochen, dass dieses Denkmal einzigartig auf der Welt ist und so nirgendwo mehr zu finden ist. Und insofern kann man sich vorstellen, dass das am Ende für den Standort Darmstadt ganz wesentlich sein wird. Weltkulturerbe. Der Titel ist auch eine Verpflichtung. Pläne für neue Verkehrskonzepte und eine neue touristische Infrastruktur sind in Arbeit.